Hallo. Grüne Herzen. Oh, ja. Hast du schon ein Schwert? Du hast bei mir auch ein Schwert, aber du hast eigentlich okay, gar keins. Dann ist okay. Sehr irritierend, dich da im Hintergrund schreien zu hören, wenn ich nicht wolle. Ich mache mich schon mal auf zur Stadt. Das Lustige ist, als Erwachsener und Kind sehen wir uns gegenseitig nicht, aber wir hören uns. Ich treffe die Skulptur da nicht. Fuck dich. Denk mal, du könntest auch gleich nach Kakariko als Kind und da eventuell die Hühner, Schrägstrich, alles andere machen. Jawohl, endlich habe ich das Maß aus. Endlich habe ich das Maß. Erstmal ausrüsten jetzt hier als Kleiner. Stell dir mal vor, bist du mitten auf dem Hyrule Field erwachsen. Warum klingt das so komisch? Es klingt so, als hätte jemand Marlon einen Stimmen-Synthesizer gegeben. Ich weiß, dass die Stimme so ein bisschen computermäßig sich anhört. Jawohl. Winner! Wir können aufhören, ich habe das Winner-Herzteil gefunden. Hauptsache, ich höre dich hier schreien. Ich bin gerade am Gerudo Valley. Ich bin am Hyrule Castle. Das hört man dann anscheinend über die ganze Map. Das ist sehr verwirrend. Hup, hab. Ist das dämlich. Und tschüss, Huhn. Na super. So schnell konnte ich das nicht greifen. Oh, aber null Bombschuss. Danke. Du hast null Bombschuss? Ja. Ja, Bombschuss erhalten und ich hab null. Hilfreich, ey. Was, immerhin hast du Bombschuss? Auf einmal, weiß ich nicht, weg, oder ich. Auf einfach weg. Also, ich hab dich da stehen sehen. Ist ja perfekt. Was? Hast du nicht gelesen? Nee. Komm back. Ich hab keine bekommen. Schweinerei. Und Iron Boots. Der Deco Tree ist loaded. So, und hier sehen wir uns jetzt nicht. Oder? Doch. Du musst das machen, ne? Ist bei dir die Tür zugegangen? Ja, weil. Ach ja, warte mal. Geil, geilste Musik. Guck mal, hast du das gesehen? Monster Truck. Easy, ne? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab Goma besiegt. Ja, ich wurde einfach instant rausteleportiert. Ja. Ich hab gerade so das Menü geöffnet auf einmal, zack. Das war wieder mal ein Smooth Goma Fight. Wie hast du das denn gemacht? Boah, was ist denn alles im Deco Tree drin? Nice. Ja, ich auch. Du kannst ja vor allen Dingen. Oder du könntest auch. Na gut, das bringt nichts. Oh, Grounds Bracelet. Nice. Oh, und direkt Silver Gauntlet. Hast du gefunden? Ja, habe ich gekauft. Ich stelle mir auch so ein Multiplayer-Seed vor mit irgendwie 200 Spielern oder so. Oder einfach. Überhaupt nicht am Abscheißen. Wäre lustig, ich wenn das. Spieler bei Goma. Gott, so das. Los, Leute, schnappt sie euch! So 5 FPS, ey. Ach, wenn nicht jeder seinen eigenen Boss hätte, wäre das lustig. Ganz klassisch mit Pfeilen machen wir das. Gab's nicht, mit Pfeilen? Ja, mit Pfeilen. Ist die einfachste Variante. Hey, hier ist Lens of Truth. Brauchen wir die? Nice. Simon, was meinst du? Ja, nur für das Chest-Minigame. Für was anderes brauchen wir die nicht. Aber wir haben noch keine Magie. Wenn du genug Geld hast, kannst du sie kaufen, aber musst du nicht unbedingt. So.
sagen, ich höre doch hier irgendwas und ich habe gar nicht geschlagen. Das war einfach in so T-Position fast so, sah das aus. Kann man das eigentlich kloppen hier? Ja, natürlich. Ach, cool. Warum sehe ich dich nicht? Da vorne bist du schon. Vielleicht bekommt man doch Refills. Aber ich glaube eigentlich nicht. Warte mal, haben wir gerade den Kompass für Dodongos Cavern erhalten? Ey, das waren 700, oder? Nein, davor. Weiß ich nicht. Weil wenn das der Kompass für Dodongos Cavern war, dann war der komplett in der Vanillatruhe. Ich habe halt nur darauf geachtet, dass es ein Kompass war, aber nicht welcher. Aber ich glaube, es muss der für... Also entweder es war der für Dodongos oder es war der für Water Temple. Water hat übrigens die Vanilla. Warte, die Augen muss ich selber machen? Hast du die Augen schon aktiviert? Nein. Dahinter mit einer Bombe. Super. Der ist jetzt von uns runtergefallen. Ich. Du. Ja, dann musst du halt da oben die Truhe checken. Aber ist ja egal. Ganz knapp, ey. Jawohl. Bin ich an dir hängen geblieben oder was ist da passiert? Ich glaub ja. Hä? Hab ich das nicht gemacht? Was war das? Was? Ich höre nur die ganze Zeit, wie du fällst, ey. Das hört sich weird an. Echt? Eigentlich krieg ich nur Schaden. Ja, das hört sich echt an. Mit... Das. Du hast eine Bombe geworfen oder so und deiner schreit, als wird er fallen, ey. Ja, weil ich Schaden bekommen habe von dem Vieh. Ach ja, bei dir ist das ja auch da. Ist das ja, bei dir hier jetzt nicht offen? Ich hab das wohl irgendwie verkackt. So, tschüss, ich geh da rein. Nee, Hauptsache, du musst. Du stehst bei mir auf einer Luft und bist weg. Du musst die. Was denn? Hast du den Stream offen? Nein. Warte, dann guck gleich mal. Ja. Und los. Hauptsache, wir beide so. Deine Silver Gauntlets sind bei mir sogar Silber. Ja, und bei deinen waren ja auch. Ich hab's verkackt. Das ist diese Geräusche, ey. Jetzt eh gleich vorbei. Und tschüss. Wieder verkackt. Oh, irgendwie stürzt. Also bei mir hängt's gerade. Ja, du hast auch gerade eine sehr komische Position. Aber ich denke mal, es lädt gleich, wenn der Bus weg ist oder so. Wirklich? Aber das Problem ist, das Geräusch ist halt, als er so wieder einatmet, weißt du? Das ist die ganze Zeit da. ja, wir gucken mal. Ich sag gleich mal, wenn der Bus in die Cutscene vorbei ist. Also bei mir steht sie hier noch rum. Hast du noch das Handy offen? So, ne. Sascha, hallo, geht's dir gut? Sag, wenn du bereit bist. Ja, bin bereit. Achso, ja, ich sehe schon. Das wird. Ja, auf da rumzuwackeln, ey. Es ist einfach so lustig mit dem ISG, ey. So. Hallo. Ich kann die Skulptula treffen. Geht doch. Und jetzt würde ich mich von dem Vieh gerne aufessen lassen. Und spuck mich in die Skulptula. Sehr schön. Bei mir ist die Skulptula noch an der Wand. Das ist merkwürdig, aber ich habe sie auf jeden Fall eingesammelt und es waren eh nur 50 Rubine, vielleicht deswegen. Und
ein Feiertempel, Smallkey. Da steht er da draußen mit der Maske. Ach ja, wenn man... Stimmt, das habe ich vergessen. Wenn man die Maske trägt, greifen einen die Fledermäuse nicht an. Echt nicht? Nee. Ja, im Multiplayer sogar auch nicht. Was denn, Uwe? Das war der Longshot. Hookshot. GTG. Ich hab grad mal geguckt, wie das aussah, wenn du aus dem Loch rauskommst. Ist einfach so hoch. Komm schon. Ich meine vielleicht. Ah! Geht doch. Und wenn du da ganz weit nach oben guckst. Oh, Golden Gauntlets. Hängt wahrscheinlich einfach auch von Maidos Position und so ab. Was denn? Und das muss ich klippen. Du hast gerade mein Spiel zum Abstürzen gebracht. Warum? Weil du den Forest Temple geentert bist. Warte kurz. Echt? Ja. Warte, ich muss mal eben hier neu starten. Ach shit, dann... Ja, dann müssen wir jetzt auch wieder die Dings neu starten. Weil ich ja nicht speichern kann. Ach ja. Hä? Es ist gar nicht abgestürzt. Ich hänge nur in der Luft fest und kann nichts machen. Ich kann noch meine Schuhe an- und ausziehen. Kannst du speichern? Nein, ich kann nicht auf Stopp machen. Wo aber warte. Wo hängst du denn? Warte mal, geht das vielleicht so? Nee, natürlich nicht. Ja, ich hänge an der Leiter fest. Ein Goldskulptur-Token gibt er uns. Jetzt sind wir sogar wieder bei 35, aber das waren nicht die, die uns gefehlt haben vorher. Eine auf Mount Doom, eine, eine vor Gerudo Valley, aber dafür brauchen wir Feuer. Ansonsten gibt es natürlich die in, Dings. Doch der London Ranch nicht auch Kühe? Ja, ich, das wollte ich gerade sagen. Der wachsen auch? Ich glaube nicht, nein. Ich weiß es aber nicht. Teufel, auf einmal steht hier Epona rum. Ja, das ist, die steht da rum, weil wir halt Epona Song haben. Ne? Aber das mit Epona. Unexpected einfach. Ansonsten kannst du mit Epona Eponas Race machen. Damit wir die Kuh in unserem Haus bekommen. Auch wenn die ein bisschen nervig ist. Es ist die einzige Kuh, die mich bisher daran gehindert hat, das, den Kuhschaffel nicht mit reinzunehmen. Aber da du jetzt dabei bist, kannst du das ja machen. Können wir eigentlich zweimal Epona haben? Ha. Boah, jetzt, jetzt rufe ich gleich so Epona. Und dann so bei dir so, fällst du auf einmal vom Pferd runter. Oh,
Holy shit, was passiert hier? Ja, das mochte der Emulator anscheinend gerade gar nicht. Ich weiß zwar nicht, was da passiert ist, aber er mochte es nicht. Ich speichere mal lieber. Ja. Ja, ich weiß, was der Emulator da nicht mag. Was denn überhaupt? Ach, ist es ein Ernst? Jetzt hat er sich aufgehangen. Ich habe aber kurz vorher gespeichert, also alles gut. Hol jetzt nur keine Checks. Ich hab die Karte für den Spirit Temple. Ja, egal. Was machst du jetzt? Ich bin gerade im Gerudo Fortress. Gut, dann gehe ich als Kind zu. Ja, gerade hatte ich es mal geguckt. Der Gerudo Pass war bei den Gerudos. Das ist ja langweilig. Schade, dass du nicht den Stream offen hast, Sascha. Ja. Liegt wohl daran, dass ich selber dieses Spiel zocke. Oh, da habe ich dann auch eine lustige Idee. Was für Vielleicht eine? Mal ausprobieren. Warte mal. Ich glaube nicht, dass das... Auch gerade einen Fisch. Ich gehe erstmal hier rein. Sorry, ich habe den Fisch gefertigt. Nein, warum? Fang ihn wieder ein. Fang ihn wieder ein, ich habe ihn verfüttert mit mir. Ah, I am das. Soll ich noch mal einen holen? Nein, ich hole gleich andere Sachen. Das ist gut. Also, oh, ich habe einen Fisch. Fisch ist weg. So, was haben wir denn hier oben? Oh, da ist unsere Magie! Endlich. Magie ist rot. Toll. Ich krieg die natürlich nicht aufgefüllt. Was? Ich doch einfach. Ja, das ist doch das gleiche wie mit dem Bomb-Choose, ganz ehrlich. Das ist dumm. Ja, das benutze ich. Genau. Immer wissen, was passiert, wenn Jabu Jabu anzündet. Mit blauem Feuer. So, jetzt guck mal bitte im Inventar auf deine Dekonüsse. Welche Dekonüsse? Auf deine Dekonüsse in deinem Inventar. Ja, das sind keine Dekonüsse. Da ist auch eine Bottle bei dir. Ja. What the fuck? Junge, ich bin im Wasser. Ah, jetzt bin ich abgestürzt. Ah, und jetzt schließe ich nochmal ab. Und nochmal. Cool. Unten die Tür aufzumachen lohnt sich wahrscheinlich. Hauptsache die Gegner, diese Hüpfviecher, der backt jetzt einfach in der Luft. Ah, Junge, bist du fertig, ey? Ah, herrlich. So. Hier rüber. Wo ist? Oh, warte mal. Ja, einfach auf die andere Seite. Das, achso, ja. Dann geh mal auf die andere Seite darüber. Kannst ja mit Hoverboots. Richtiger Nichtskiller, ey. Ah, und jetzt pass auf. Jetzt mach ja, von ich eine super Aktion. Was soll das werden? Ah, erfolgreich war das. Ich meine, das geht, aber nicht so wie du es gemacht hast. Da kommt der wie Superman einfach abgeflogen.
Ich bin gleich wieder da, Simon, ne? Okay, dann warte ich kurz. Er kriegt keinen Schaden durch meine Bombe. Ich kann ihn aber wegschieben. Kostet hier sehr viel Mühe und Not. Was zum Teufel ist passiert? Lauf einfach in einen Wirbelsturm rein da unten. Was ist passiert? Wie komme ich hier hin? Simon. Jetzt hole ich da die andere Truhe. Mann, wir haben übrigens. Die Katze zieht mich noch. Wir haben übrigens keine Golden Gauntlets mehr. Was? Und der, die Skulptur mit den, wo die Golden Gauntlets war, ist weg. Wie ist das denn passiert? Ja, das war, als bei mir sich das Spiel aufgehängt hat und wir dann resetten mussten. Das ist ultra merkwürdig. Aber das, da sind uns halt auch die drei Skulltulas abhanden gekommen, die ich halt gemeint habe, ne? Echt schlecht, ne? Ja, die ja Fairy Fountain. Hast du die Fairy Fountain bei Ganon schon gecheckt gehabt? Nö. Was? Wann denn? Ich habe die ja erst im Wassertempel erhalten und im Forest Temple und da kam ja noch direkt der Glitch. Sascha, du hattest ja selbst einen Vorsprung. Wurdest du jetzt wenigstens rausgeportet oder hat es sich wieder aufgehört? Ja, ich guck gerade schon die Sequenz. Okay. Ich weiß nicht, ich komme bei Morphin. Der Bumerang! Ich komme bei Morphin in letzter Zeit immer mit den Tasten durcheinander. Warte mal, hattest du Morphin jetzt auch selber besiegt? Nein. Okay. Die Feuerpfeile geholt, also den Bumerang. Den Bumerang des Himmels. Ach so, die Sequenz guckst du. Ja, auch schon die Sequenz, wie das Wasser gestiegen ist. Ja, ja, ich dachte, wie der Boss stirbt. Deswegen habe ich mich gewundert, dass du so früh fertig warst. Boomerang. Und die Water Medaillen. Viel zu Vanilla. Das heißt, wir können jetzt. Ja, weiß nicht, du solltest, glaube ich, eben mal zum Forest gehen. Gucken, ob du da die. Ich gucke jetzt gerade die Sequenz, wie das Wasser steigt, nur dass es schon gestiegen ist. Ich hoffe nicht, dass das sieht gebrochen. Ja, das werden wir erst sehen, wenn wir bei Ganon's Castle sind. Ich meine, wir haben ja alles, um den Seed zu beenden, außer Light Arrows. So, Bobongo, Bongo, dann gib mir mal die Lichtpfeile. Wir haben auch noch keine Tunic gefunden, das wundert mich auch. Die Goron-Tunic habe ich doch gefunden. Hast du? Mir gar nicht aufgefallen. Navi's Anvisier-Sound ist übrigens der Sound, wenn der Sora wirklich wegspringt. Moin. Richtig. Ja. Wegspringt vor allen Dingen. Ja. Als würde der einen akrobatischen Akt hinlegen. Er rutscht einfach nur zur Seite. Für ihn ist das bestimmt ein akrobatischer Akt. Ja, jetzt ja. Habe ich es ja bekommen, jetzt wo ich klein werde. Wow.
Ja, dann mach du mal Jabu Jabu fertig und ich gehe dann in Ganon's Castle und guck, welche Trials da sind. Das sieht gut aus. Und scheiße. Was? Ja, Beat ist verkackt. Ja. Ist komplett. Fire Trial ist protected das. Ich glaube nicht, dass es da eine Möglichkeit gibt, ohne Golden Gauntlets da dran zu kommen. Ja, wobei Spirit Trial ist auch noch da. Oh Gott, dann brauchen wir echt Fire Arrows. Die war doch gerade noch nicht da. Da sind sie. Sind sogar in Ganon's Castle. Das ist eigentlich ziemlich ideal. So schön die Hoverboots hier auf den Dingern anziehen. So, der hier sollte hoffentlich kein Problem sein, wenn ich das so hinkriege. Man muss sich da irgendwie an der Kante festhalten, zwischen dem Dings. Und ich habe halt auch keine Ahnung, ob wir zu dem Silber Rupee da hinten überhaupt gelangen können. Nee, das ist glaube ich gerade zu weit. Das könnte funktionieren. Ganz aus würde ich es nicht machen, das ist furchtbar. Es wäre auch schön, wenn er nicht immer stehen bleiben würde. Was ist denn los mit ihm? Ich hab doch A gedrückt. Jeder Pixel zählt und los. Oh mein Gott. Funktioniert auf jeden Fall, ich hab's geschafft. Gut. Viel Glück beim Zurückkommen. Ja, die Plattform sinkt. Ich hab da gar keine Chance zu reagieren. Ich wollte ja nur gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Und ja, Sascha, jetzt zeige ich dir mal, wie man das hier macht. Das mit den Safe States ist auch so Bullshit. Was war das? Das war das Setup dafür. Ah. Für mich jetzt. Will ich da nicht runterschubsen? Ich versuche halt nur zur Seite zu rollen. Jo, ey. Wie sieht's aus? Dass ich noch eine andere Möglichkeit gefunden habe. Die aber auch nicht unbedingt besser ist. Okay. Was auch, wenn wir es nicht mehr hinkriegen, weil Jasmin ist. Ich bin, ich hab's geschafft. Erstmal Safe State. Hi. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen anderen Dinge einsammeln und dann das andere Ding als letztes. Er bleibt schon wieder stehen. Ich hasse ihn.
Junge Link, lauf doch einfach gerade nach hinten. Link hat keinen Bock heute. Och. Junge! Geht doch. Ganz klar, ich war das. Ja, eindeutig. Ah, hab ich ganz klar geschafft. Man kann sich einfach an ein Knie von denen stellen und da wird man dann nicht getroffen. Wie viele Feen hast du? Gut. Jetzt noch eine. Alter, die beleben einen ganz. Ja, habe ich geschafft, ganz klar. Ja, ich kann, nachdem er gestorben ist. Was tust du da? Kann den nicht anvisieren, ist das normal? Weiß ich nicht, aber er ist tot. La 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 la. Schöne Cutscene hier. Weißt du, was geil wäre, wenn ich gleich einfach mit dem Zelda bei mir vorbeiläuft? Fünf Stunden und 46 Minuten ist meine Zeit. Du bist schon fertig? Ja. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir da irgendwie bei den Sonnen sitzen. Nee, ich wurde ja von Ganondorf direkt zu Ganon gebeamt und du warst ja nicht dabei und dann habe ich halt Ganon. Nein, ich meine, ich dachte, dass ich mitgebeamt werde. Nö,